Wusstest du, dass Space Marines organische Materialien essen können, zum Beispiel das Fleisch ihrer Gegner, um an wichtige Informationen zu gelangen? Was im ersten Moment klingt wie eine Xenos-Fähigkeit, ist allerdings eine Funktion eines der 20 klassischen Space Marine-Implantate. Man verbindet diese Krieger immer mit dicken Knarren, unproportionalen Rüstungen und einer bunten Farbpalette. Allerdings sind diese Krieger weit mehr als einfache Klone, wie wir sie aus anderen Franchises kennen. Jeder von ihnen ist genmodifiziert und hat einen Haufen an verrückten Funktionen und Fähigkeiten, welche wirklich so spezifisch sind manchmal, dass es fast so wirkt, als wären diese nur für coole Momente in Büchern erfunden worden. Warte mal, ich drifte ab. So wie die 70% Ketzer unter euch, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Ihr seid auch vom geraden Weg abgedriftet, aber ihr schaut wenigstens die Videos. Danke dafür. Über ein Abo würde ich mich trotzdem freuen. Schaut auch gerne auf unserem Community-Discord vorbei, um euch über Lore, Tabletop und weitere Quatsch auszutauschen. Ein Beispiel für diese Fähigkeit findet sich in der Souldrinker-Serie von Ben Counter. In der Eröffnungsszene des ersten Buches der Serie nutzen die Mitglieder des Souldrinkers diese Fähigkeit, um mehr über ihre Feinde zu erfahren. Sie wird als entscheidendes Werkzeug dargestellt, um strategische Vorteile zu erlangen und die Überlebenschancen im Kampf zu erhöhen. Es gibt noch weitere Beispiele, aber meistens wird das Organ dafür verwendet, um Taktiken zu verstehen, Wissen weiterzugeben oder zu lernen, wie man irgendwelche Maschinen bzw. Flugzeuge fliegt. Aber schauen wir uns dieses Organimplantat mal genauer an. Die Omophagia, wie auch immer man das jetzt richtig ausspricht, weil ich meine, das wird immer im englischen Kontext verwendet. Das Wort kommt aber aus dem Altgriechischen und gibt es dann eingedeutschten Begriffe wie bei anderen Space Marine Sachen? Ich weiß es nicht. Ich kann es auf jeden Fall nicht richtig aussprechen. Es ist ab jetzt die Omo. Und diese Omo ist eines der faszinierendsten Organe, die in den Körper eines Space Marines implantiert werden. Dieses Organ erlaubt es einem Space Marine, Erinnerungen und Informationen aus der genetischen Substanz der von ihm verzehrten Nahrung aufzunehmen. Dies bedeutet, dass ein Space Marine durch den Verzehr von Fleisch oder anderen organischen Substanzen die Erinnerungen und Fähigkeiten des Verzehrten absorbieren kann. Dieses Organ wird während der 8. Phase der organischen Implantationsprozesse in ein Marine eingesetzt. Die Implantation ist ein hochkomplexer Prozess, der sicherstellt, dass das Organ korrekt mit dem Nervensystem des Marines verbunden wird, um die maximale Informationsübertragung zu gewährleisten. Die Verwendung ist aber nicht nur ein biologischer Vorteil, sondern spielt auch eine bedeutende Rolle in der Kultur und den Ritualen einiger Space Marine Orden. Beispielsweise praktizieren die Blooddrinkers und die Fleshtearers rituellen Fleisch- und Blutkonsum, um durch die Omo wertvolle taktische Informationen oder Einblicke in die Kultur und Strategien ihrer Feinde zu gewinnen. Da war die Namensgebung des Ordens auf jeden Fall sehr kreativ. Diese Rituale verstärken die Bindung der Space Marines zu ihren gefallenen Brüdern und den besiegten Feinden und dienen als makabere Erinnerung an ihre Pflicht und ihren Auftrag. Blutschlürfen für den Imperator. In der Literatur der Warhammer 40k-Welt wird die Omo-Fähigkeit oft hervorgehoben, um die Überlegenheit und Anpassungsfähigkeit der Space Marines zu demonstrieren. In den Romanen von Dan Abnett und anderen Autoren wird beschrieben, wie Space Marines diese Fähigkeit einsetzen, um kritische Informationen aus den Überresten ihrer Feinde zu extrahieren und somit einen strategischen Vorteil zu erlangen. Diese Beschreibung betont die brutale Effizienz und die taktische Genialität der Space Marines, die in der Lage sind, jede noch so kleine Ressource zu nutzen, um ihre Mission zu erfüllen. Einen Schulterblick können sie trotzdem nicht. Und die Omo ist nur eines von vielen spezialisierten Organen, die Space Marines besitzen. Zusammen mit anderen Implantaten wie dem Lyman's Ear, das das Gehör schärft und vor Schwindel schützt, oder einem Organ, der es einem Space Marine ermöglicht, ohne Schlaf auszukommen, machen diese biologischen Verbesserungen die Space Marines zu den ultimativen Kriegern des Imperiums. Nach den Custodes und den Primarchen und dem Imperator selbst und den Sisters of Silence, ja, die sind stark. Diese technologischen und biologischen Anpassungen stellen sicher, dass Space Marines nicht nur physisch überlegen, sondern auch mental und taktisch immer einen Schritt voraus sind. Klingt doch alles ziemlich gut. Habt ihr noch witzige Stellen aus Büchern, wo das Ganze eingesetzt wurde? Also bei Reddit habe ich von einer Szene gelesen, wo ein Iron Warrior ein Ork-Gehirn gegessen hat, um zu lernen, wie man ein Flugzeug steuert, also von den Orks. Soll recht witzig sein, muss ich vielleicht mal nachholen. Schreib gerne einen Kommentar mit deiner Story. Am besten kennen, aber wenn du eine witzige eigene Idee hast, auch gerne. Aber schreib dann am besten dazu, dass du dir das ausgedacht hast.
Ich persönlich liebe ja, wie ausführlich die Lore hinter den Space Marines ist. Auf Artworks und Videos wirken sie für Außenstehende wahrscheinlich wie einfache Soldaten in einem Sci-Fi-Universum. Aber sie sind einfach so viel mehr. So viel komplexer, so viel brutaler. Ach ja, wie ist das schön. Die Grimdark Future und ihre kannibalistischen Supersoldaten mit Vaterkomplex. Der Imperator beschützt.